Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, wenn die kalte, dunkle Jahreszeit beginnt, dann müssen wir auch anfangen, die Orchideenpflege ein wenig umzustellen, denn im Winter und auch schon im Herbst, ja, da haben die Pflanzen besondere Ansprüche. Ich sage euch, welche Ansprüche das sind und wie ihr Orchideen richtig im Herbst und Winter pflegt. Ja, Orchideen mögen es im Winter hell, die brauchen viel Licht im Winter. Ansonsten stellt man die Orchideen ja an ein West- oder Ostfenster. Im Winter kann das gerne auch ein Fenster sein, weil die Sonne dann nicht mehr so knallt und so gibt man der Pflanze mehr Licht. Wenn die Lichtverhältnisse mal nicht ausreichen, ja, dann kann man auch mit einem Pflanzenlicht nachhelfen, ganz besonders dann im tiefsten Winter. Das hier ist eine ganz normale Lampe. Ich habe hier ein spezielles Leuchtmittel reingedreht, was speziell für Pflanzen geeignet ist. Das habe ich euch unten mal verlinkt. Damit könnt ihr die Pflanzen zusätzlich noch unterstützen. Nach Möglichkeit solltet ihr die Orchideen auch nicht unter einem Fenster direkt mit einer Heizung stellen. Ihr könnt das sehen, hier ist kein Fenster. Was hilft, ist die Orchideen alle 2 Tage mal mit kalkarm, lauwarmem Wasser, ja, das habe ich dann immer hier auf der Heizung stehen, einmal zu besprühen, ja. Das hilft dem wirklich, weil die brauchen nämlich auch im Winter eine Luftfeuchtigkeit von 60% und das ist manchmal oder sehr, sehr häufig durch die Heizungsluft nicht gegeben und das ist dann nämlich der Grund, warum sich oft Schildläuse oder Wollläuse an den Orchideen zu schaffen machen. So, dann mit den Temperaturen, die sollten ja niemals unter 15 bis 18 Grad liegen, weil ansonsten ja fängt die Pflanze auch an zu kränkeln und kriegt schlaffe, welke Blätter. Ideale Temperaturen sind 25 Grad. Ja, schwierig im Winter, man will ja die Heizkosten auch nicht überstrapazieren. Aber ihr könntet die, wenn ihr ein entsprechendes Badezimmer habt, mit genug Licht dort aufstellen. Da wäre dann sicherlich auch die Luftfeuchtigkeit gegeben. Dann noch eine Sache, ihr habt eben bestimmt gesehen, ich habe hier 2 Fenster bei mir im Raum. Zugluft, ja, das mögen Orchideen im Winter auch nicht. So, dann kommen wir jetzt noch zum Gießen, wie ich das mache. Vorweg mit dem Düngen nochmal, haben auch immer viele Fragen. Könnt ihr im Winter ganz weglassen, das Düngen. Ja, von Frühling bis Herbst wird gedüngt in der Wachstumszeit. Da dünge ich immer alle 4 Wochen, manche auch alle 2 Wochen. Aber ich komme ganz gut mit allen 4 Wochen zurecht. Ja, wie dünge ich? Im Sommer, wenn es richtig schon warm ist und die Orchideen ein bisschen mehr Wasser brauchen, dann tauche ich meine Orchideen auch schon mal. Das mache ich aber im Winter nicht. Dort gieße ich sparsamer. Ich zeige euch das mal. Hier also eine Gießkanne mit kalkarmem Wasser, ja, das abgestanden ist und was auch wieder lauwarm ist. Und da gieße ich wirklich nur ja, so ein bisschen einmal hier an der Seite und einmal auch hier an dieser Seite so ein bisschen. So, jetzt warte ich, bis das Wasser unten durchsickert und dann kippe ich es noch aus dem Topf raus, weil die Wurzeln mögen keine nassen Füße. Das mache ich so alle ja, 1 bis 1,5 Wochen im Winter. Mehr mache ich da eben entsprechend nicht. Ja, das sind die Winterpflegetipps. Darauf müsst ihr achten. Wenn dann wieder das Frühjahr anbricht, ja, Anfang März, dann kommt meine Orchidee wieder vom Südfenster weg und wieder an ein Ost- oder Westfenster, denn dann muss ich sie vor der direkten Sonneneinstrahlung wieder schützen. Das ist noch wichtig, das solltet ihr beachten. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch diese Tipps helfen. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Orchideen. Macht's gut in diesem Sinne, euer MacPaverick.